Ja, was nicht, auf jeden sind die Netze, ne? Original beigelegt waren, wo müssen sie? So rum. 3x2 Bänder sind das, natürlich in schwarz, aber das ist natürlich schon ein bisschen viel schwarz. Und meine alten Bänder kann ich natürlich nicht nehmen. Die sind 3x3 Bänder. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das Tolle ist halt, ich habe einen Bekannten und der näht Netze. Der nennt sich glaube ich auch Dave's Nähwerk. Ich verlinke den auf jeden Fall. Und das Tolle ist nämlich, dass der das macht, worauf ihr Bock habt. Das heißt, wenn ihr keinen Bock auf so schlichte schwarze Netze habt, dann kann man auch einfach sich seine eigenen Netze machen lassen. Ne? Die zack, weg damit, braucht kein Mensch mehr. Und jetzt habe ich nämlich hier Netze, die ich mir extra erstellen lassen habe. 3x2 in Rot und Rot-Schwarz. Und das Geile ist, er fragte mich so stumpf, willst du dir einen Rahmen machen? Ich so, wie am Rahmen machen? Ja, und dann hat er hier noch diese Dinger reingemacht, die länger gelassen. Jetzt kann ich die noch um den Rahmen wickeln. Heißt also, ich habe nicht nur diese Verbindung und dann Querstreben, die hier dran gehen, sondern die Streben gehen komplett durch und ich kann die um den Rahmen wickeln. Muss ich wahrscheinlich hier einmal die Bodenplatte hier unter Wasserschutz abmachen. Dann gucken wir mal. Aber ich habe so das Gefühl, das wird heute nichts mehr, weil es fängt nämlich hier gerade voll an zu stürmen. Ja, fliegen die Netze schon weg, über Blätter. Bevor das Quad jetzt hier gleich wegfliegt, muss ich wahrscheinlich hier einen Cut machen. Das Wetter hat sich wieder beruhigt. Ich suche gerade nur noch den Regenbogen. ja, bin fertig. Das ist geil. Also jetzt noch irgendwann mal als Winterprojekt den Rahmen schwarz und die Felgen schwarz. Ja, mal gucken, ob ich das diesen Winter schaffe. Aber dann kann sich das sehen lassen. Also ich finde das hier schon, also mehr mit dem Netz hier. Schön hellrot, passend zu dem Kühlerschlauch. Klar, die bleiben natürlich nicht so, wenn man sieht, die hier, die sind, na, irgendwann sind sie dann orange und ausgeblichen. Aber hole ich mir einfach neue. Wie gesagt, Dave's Nähwerk, ich werde es verlinken. Bei eBay kriegst du halt auch immer nur Standardwaren, Standardlängen. Bei Dave, da schickst du die alten Netze hin und er macht dann anhand der alten Netze deine neuen. Das heißt, du hast auf jeden Fall den richtigen Durchmesser von den Bändern, den richtigen Abstand. Es ist dann, sind dann genau dieselben Netze, nur in einer anderen Farbe. Du kannst dir alles aussuchen. Du kannst, wie gesagt, teilweise auch zweifarbige Bänder nehmen. Und die Nähte, du kannst ja auch alle Farben aussuchen. Der hat mich noch gefragt, welche Farbe die Nähte haben soll. Ich hätte die auch in Rot nehmen können, aber ich dachte mir so, wenn ich das so rumnähe, dann habe ich halt quasi keine durchgehende rote Linie, sondern quasi die schwarze Naht, dann da, wo die schwarzen Bänder kreuzen. Und ja, sieht geil aus. Also mir gefällt es absolut. Ich kann mich nicht beschweren. Auch die Nerf Bars. Ich werde mich, glaube ich, noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass die so breit sind. Vor allem, dass die auch irgendwie vom Winkel ein bisschen... Das sieht hier so ein bisschen weiter drinnen und nach hinten, passend zur Verkleidung, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Das vergessen, vernünftigen, ja, Verabschiedung. Und dachte ich, dann sage ich auch noch kurz, wozu wahrscheinlich bald auch noch ein Video kommt. Es ist jetzt wieder GoPro und hier ist es dunkel. Ich mache, glaube ich, noch ein Handy und schneide das rein. Aber mein Auspuff fliegt bald wieder auseinander. Wäre das vierte Mal. Zweimal habe ich auf Kamera. Vielleicht schneide ich es nochmal mit rein, wenn ich das Material noch irgendwo habe. Und wahrscheinlich kommt da bald ein Video, wie der Leowind dann doch endlich mal wegkommt. Weil ich habe jetzt, seitdem ich die KFX habe, fast genauso lange noch einen anderen Sportauspuff liegen. Einen noch fast jungfräulichen, den ich, eben weil der so jungfräulich ist und noch nicht so wirklich, ja, durch die Zeit von innen alleine leergebrannt, kann ich nicht einschätzen, wie gut er sich anhört.
Ich kenne nur einen anderen, der auch diesen Pod an der KFX hat, den ich dann da dran schrauben werde, und der ist komplett ausgebrannt. Und der hört sich so geil an, und ich weiß halt nicht, der Leo hier ist ja auch komplett ausgebrannt mit der Zeit. Und ja, ich weiß halt nicht, wie viel Sound bei so einem neuwertigen Pod ist, wo noch komplett die ganze Wolle drin ist. Aber dazu könnte es sein, dass es da bald ein Video gibt. Also, seid gespannt. Oh Gott. Das ist, wenn man am Auspuff rumfummelt. Ja, ne, dann schönen Abend, Tag noch, was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt, wenn ihr das guckt. Ich räume jetzt noch den Rest weg und dann mache ich auch Feierabend für heute.